Was die Natur wieder für mich bereithält, die letzte halbe Stunde hier, es ist ein Abenteuer. Es ist schon mein so und so viel der Versuch anzufangen mit diesem Video und ich werde auch immer wieder rausgezogen in die Achtsamkeit, in die Verbindung mit der Natur. Ich höre da einen Grashüpfer, sehe da vorne einen Käfer laufen, hier und da einen Vogel. Und dann besuchen mich hier immer wieder Wildbienen, das liegt wohl an der Farbe des T-Shirts. Und saß dann eine hier und wollte nicht mehr weg. Dann kam ich da gedanklich auch raus, habe mich dann ums Tier gekümmert und dachte, ah, da läuft ja irgendwie noch ein Video. Hab dann nochmal von vorne angefangen. Also die Sonne ist gerade am Brüten, also es wird immer wärmer gefühlt. Und hier in der Ecke habe ich das gar nicht so erwartet. Vorne hat es noch richtig geschüttet, wobei ich mir dann dachte, ab in den Garten, ein bisschen Abenteuer wieder, wie letztes Mal. Es tut unglaublich gut, den Regen zu hören, zu fühlen. Das Ganze zu riechen. Ja, jetzt kommt das anders, aber es ist auch wunderschön. Ich werde mich bestimmt nicht beklagen. Zeit zum Durchatmen. Ja, zu Hause ging es mir noch anders, ganz anders. Und das ist auch der Grund, warum ich letztendlich das auch auf YouTube mache. Euch ein bisschen in die Natur kriegen, in den Garten kriegen. Da, wo man Kraft tanken kann. Ja, Wald, ganz wunderbar. Aber das wisst ihr, das muss ich euch nicht erzählen. Dennoch, die Nähe zur Natur ist ja noch mal intensiver als einfach nur auf sie zu schauen. Beobachten, teilnehmen, interagieren, da steckt noch deutlich mehr drin. Und ja, was ich jetzt so die letzte halbe Stunde hier erfahren durfte, ist auf jeden Fall, wie ohne Ende Energie in mich reinfließt. Und das tut unglaublich gut. Ja. Vorher noch körperlich, psychisch, seelisch nicht so gut aufgestellt. Und ja, trotz dessen habe ich halt gesagt, oder gerade deswegen, jetzt düdelst du nochmal zum Garten, aber ich glaube, wäre das so weitergegangen vom Wetter, hätte es mich da sowieso hingezogen. Hätte ich mich gar nicht mehr so aufraffen müssen. Jetzt bin ich hier und Garten, Natur macht einfach nur glücklich. Vor allen Dingen zum Energie auftanken ist das schon ein schönes Örtchen. So, aber ich bin ursprünglich nicht hierher gekommen, um hier rumzusitzen. Ich wollte ein bisschen in die Aktion kommen, irgendwas machen. Ja, dafür schnapp ich mir euch jetzt gleich. Nicht gleich jetzt. Ich zeige auch schon, wie das hier weitergeht. Also, Regen hat gewütet. Im letzten Video konntet ihr sehen, dass ich hier ein bisschen Erde drauf gemacht habe. Das sieht alles ein bisschen gefüllter aus, ist aber alles noch richtig weich. Gerade ist ja Thema, was ich noch so im Garten machen möchte. Also, es gibt da verschiedene Sachen. Zum einen wollte ich hier nochmal ein bisschen Saatgut sammeln von der. Oh, dieses Geräusch. Von der, ne, von der Ageloi. Die war, glaube ich, rosa hier, ne? Ja. Da auf jeden Fall ein bisschen was sammeln. Ich habe generell schon mal abgeknappt und ein bisschen im Garten verteilt. Jo, so, unwichtig ansonsten. Dann haben wir hier noch, ja, ein paar Sachen, die so richtig schön im Weg sind, könnte man sagen. Und was haben wir hier? Hä? Wer ist hier? Wer möchte hier noch weitermachen? Also im Grunde genommen wird das ganz schön. Ich kann ja mal versuchen, das da irgendwo hinterzuklemmen. Ach, das mache ich in eurer Anwesenheit. Hier, zack, einmal da durch. Weil es doch ein dankbares Umformen. Ah, das ist doch toll. Guck mal, ist viel besser jetzt. Ist nicht mehr im Weg. So. Ach, die Äpfel. Von dieser Seite sieht man in dem Bereich gar nicht so viel, aber es hängt überall was rum. Wow, da oben ist sogar schon größerer. Ja, nicht so wichtig. Ich habe auf jeden Fall überall so Stellen, wo irgendwas im Weg hängt. Und hier könnt ihr es auch sehen, dass es deutlich. Jetzt habe ich gerade eine Libelle entdeckt, wie sie sich da hingesetzt hat. Ja, kriegen wir die noch näher ran? Darf ich? Hallo, du schönes Tier. Wumm, weg. Und setzt sich wieder hin. Okay, das ist quasi ein bisschen links über meinem Kopf. Ich werde euch mal ranzoomen. Ich kann das ja zum Glück. Wir kommen der Sache schon näher. Also, du bist auch echt gut getarnt, muss ich mal sagen. Ach, da war das. Da geht das weiter. Da müsst ihr irgendwo. Zack. Und wieder zurück. Du bist ja schön. Grün-braun, wenn ich das richtig erkennen kann. Oder was sagt ihr? So, ja. Wollen wir sie mal in Ruhe lassen? Und dafür würde ich sagen, gehe ich nochmal hier rüber. Hat sie ein bisschen Zeit für sich. Ja, der Bereich hier,
ist ja soweit erstmal durch. Das soll hier mal nochmal alles irgendwann brennnesselfrei werden, also dass man den Platz hier auch anders nochmal nutzen kann. Ah, Brennnessel erwischt, genau. Möchte wohl doch Platz haben. Sorry Leute, aber ich habe Folge zu leisten, was der Vorstand mir da gerade auferlegt. Und somit ist das okay. So, hier nichts weiter. Wunderschön. Wow. Wir suchen uns jetzt nochmal einen anderen Weg. Den möchte ich da jetzt gerade nicht verscheuchen. Gehen wir nochmal einmal irgendwie andersrum. Hier in dem Bereich hatte ich was vor, den will ich ja ein bisschen breiter machen. Das könnte jetzt irgendwie gleich dran sein. Ansonsten die Sachen, die so im Weg sind. Ja, also mich stört das schon, wenn da mal irgendwie was auf dem Weg hängt und sich ständig irgendwie drum friemeln muss. Von daher geht das so ein bisschen immer darum, auch die Wege frei zu halten, so gut das halt geht. Wenn die Natur hier nicht schneller ist, so wie hier, ja, die ist so flott am Wachsen. Na, seht ihr noch was vom Johannes? Wie heißt er denn noch hier? Von Johannisbeerstrauch? Ich schon, hier. So, da ist noch ein bisschen übrig. Der Rest ist vollgehangen. Ist aber keine Aufgabe, die auf mich wartet. Damit lebe ich. Da ist alles okay. Da sind ja auch noch Brombeeren zwischen. Kann ich dann noch irgendwie was ernten? Hier gibt es derweil auch nichts zu tun. Habe ich ja irgendwann mal freigemacht, dann mit Brennnesseln gemulcht. Dann kam hier nochmal Kapuzinerkresse hin. Ah, die wurde ordentlich weggefordert. Das gibt es ja gar nicht. Okay. Oder beim Regen aufgegeben. So, hier darf ich was beobachten. Hier ist immer richtig Wasser reingekommen. Hat das mit dem Handtuch ein bisschen funktioniert? Das war der Plan. Ansonsten ist echt viel runtergekommen. Das ist schon, das Ding war eigentlich leer. So, hier könnt ihr ganz wunderbar sehen, wie eigentlich alles so ein bisschen freigesenst ist. Ne? Freigesenst und gemäht. Hier macht sich übrigens Moos breit. Das gefällt mir ganz besonders gut. Ja, also das könnte ich ja irgendwie machen. Sensen und mähen mit euch. Aber ich glaube, das machen wir nicht. Weil ich da gerade keine Lust drauf habe. Echt nicht. Das ist schon ein bisschen aktiger und körperlich. Da muss ich erstmal ein bisschen wieder reinwachsen. Dann könnte ich mich kümmern um die Tomaten, die ja braunfäulig jetzt natürlich voll was abgekriegt haben bei dem schlechten Wetter. Oh, jetzt habe ich gar nicht so drauf geachtet hier mit der Libelle, aber die wird sich schon davon gemacht haben. Wisst ihr, so schnell kann man das Tier vergessen. Also, hier sieht es braunfäulemäßig so aus. Auch vom Wind her hat sich ordentlich was umgeknickt. Hat echt ordentlich geprasselt. Oh, da sehe ich eine rote Tomate. Dann haben wir hier eine Wespe. Nö, bei mir gibt es nichts. Na, jetzt sitze ich hier auf der Kamera. Also, meine Stammzuschauer wissen, wie ich damit so umgehe. Also, Ausfall, Ernteausfall ist für mich nicht schlimm. Ich glaube, im letzten Video habe ich da auch drüber geredet. Kann das sein? Also, ich nehme, wie es kommt, an, was die Natur mir dann schenkt. Schenkt. Guck mal. Noch mal einen Tag nicht bei mit Kohlweißling dazwischen. Boah, krasse Dinger. Sehr schön. Da kann ich auf jeden Fall was mitnehmen und abgeben. Ja, wisst ihr was? Das mache ich mit euch mal. Also der ist erntbar. Ganz vorsichtig. So, das Ding ist ab. Dann wollen wir den noch haben. Ui, der sitzt fest. Muss ich mal gucken. Die Pflanze, nicht, dass ich sie abbreche. Nehmen wir noch eine mit. Die wachsen hier schon in der Erde hier. Echt spannend. Was hier dranhängt, ey, was für eine tolle Zucchini. Also so gerade gleichzeitig. Da bin ich schon überrascht, das hatte ich mit keiner Pflanze bisher. Echt so viel gleichzeitig da irgendwie kommt. Schön. Also hier nochmal so zum Vergleich. Ne? Also da hängt schon ein bisschen was dran. Aber Zucchini ist das ja nicht so wirklich eine Kunst. Muss man eigentlich nur warten. Da ist auch noch eine große. Das ist so von der Größe das Exemplar, was ich so am liebsten mag. Oder kleiner. Da man aber natürlich bei der Ernte ein bisschen was rauskriegen möchte, nehme ich natürlich die größeren. Ja, und somit ernte ich mal wieder ein bisschen ein paar Zucchinis. Ja, jetzt laufe ich mit euch irgendwie rum. Ach, da der Fenchel sieht auch super aus. Herrlich. Ja, also hier habe ich im Grunde genommen, ja,
hier haben ein paar Pflänzchen natürlich was abgekriegt, braunfäulemäßig auch. Aber ich sehe auch andere. Ich habe ja schon mal welche mit nach Hause genommen, da wird auch was rot. So. Ja, im Großen und Ganzen ist das hier schon der. Boah, was hängt da für ein Apparat? Seht ihr den? Das ist ja mal da. Hui, komme ich da noch rein? Also Tomaten, ich habe ohne Ende Tomaten gar nicht angebunden. Macht auch nichts. Muss da schon mal sehen, wie es bei mir generell so ist im Leben. Und dieses Jahr hieß das auch mit Abstrichen und was man nicht hinkriegt, kriegt man nicht hin. Das ist dann halt so. Und ja, aber im Großen und Ganzen, guck doch mal, da steht. Also für die Fülle an Regen und ja, klar, hier so ein Ausfall, Blütenendfäule da unten. Ja, das Ding ist hier komplett umgeknickt. Ja, sind halt so ein paar alte Bänder auch gewesen. Das war kein Wunder. Und ansonsten, ich habe hier nichts mehr gemacht. Ja, bin ich zufrieden mit. Habe ich jetzt auch keinen Antrieb, irgendwie irgendwas zu machen. Aber es riecht jetzt schön tomatig an meinen Pfoten. Ja, also da darf ich auf jeden Fall noch ein paar Tomaten dann ja, begrüßen. Ja. So, und dann haben wir hier, also das ist echt unfassbar, wie das hier gepeitscht haben muss, dass sogar hier der Mais umgeknickt ist. Dann muss das hier alles unter Wasser gestanden haben. Auch hier, ja, da haben wir einen kleinen Besucher gerade. So, also Stangenbohnen, alles, das läuft. Also ich merke, allein der Videodreh ist für mich so erschöpfend. Also mir läuft der Schweiß, dass ich mir jetzt sage, also handwerkliche Aktivitäten verschiebe ich auf ein anderes Video. Ich weiß nicht, ob ich euch dann nochmal mitnehme. Ich will mich da vorher nicht festlegen, aber die Chance besteht durchaus und ist auch nicht klein. Ach, schön. Da, guck mal. Also Sonnenblumen, echt wunder, 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 wunderschön. Wildbienen, Hummeln, Honigbienen, alles dabei. Ah, und die geht auf und sie ist doch nicht rot. Ja. Ja, und hier hat sich auch noch nicht offenbart, was das hier werden soll. Tja, kann ich mal reingucken. Habe ja schon tolle Antworten gekriegt, recherchiert. Also ich bitte, ich weiß nicht, was das ist. Ich kann, keine Ahnung. Ich verstehe auch nicht, warum die Sonnenblumen so gar nicht durchgekommen sind auf der Seite, weil hier sind eigentlich viele reingekommen. Das ist das Ergebnis. Also es ist echt ein wundersames Jahr. 2021 kann das nicht mehr nachvollziehen, warum, wie, ja. Und hier könnt ihr auch sehen, es ist ordentlich, ordentlich am Futtern, die Insektenwelt. Nein, ich bin nicht zu futtern. Ja, da wollte ein Insekt schon wieder auf mir landen. Also hier, guck mal an, wie das ausgedünnt ist. Echt, wow. Übrigens, die Goldrute ist auch eine Heilpflanze. Aber wie gesagt, dazu dann anderes Mal mehr. Wunderbar. Hier nochmal ein Exemplar, was soweit ja, noch fresher ist. Herrlich. Die Pflanzen sehen übrigens auch später im Jahr dann nochmal richtig schön aus. Wenn das alles so fluffig wird wie Zuckerwatte, kann man schon was sagen. Ja. So, wo tinge ich denn mit euch nochmal rum? Hier können wir nochmal gucken. Ja, also man sieht das nach wie vor überall an jeder Ecke, dass halt irgendwas umgeknickt ist. Das steht für mich auf dem Zettel. Da Pflanzen wieder zu stabilisieren und ein bisschen, ja, eben teilzugeben. Jo, und das Geschichtchen hier macht auch so sein Ding. So, übrigens, hier bei der Geschichte lasse ich absichtlich stehen, damit die Tiere, die da drin schon wohnen, weiter ihren Lebensraum haben. Wie zum Beispiel die Heupferdchen, die ich euch in einem anderen Video gezeigt habe. Da hatte ich ja mal das Glück, ein paar Aufnahmen für euch machen zu können. Ah, da bin ich immer so unglaublich dankbar für. Genauso wie gerade mit der Libelle, wobei ich an sich die Tierwelt nicht stören möchte. Schon eine gewisse Grenze waren, aber dafür, dass ich regelmäßig Videos mache, muss ich den auch ein bisschen auf den Sender geben. Ja, und dann tut es mir auch manchmal leid, wenn ich sie dann irgendwie verscheuche. Möchte man natürlich nicht, aber so ist das. Oh, eine Libelle nach der anderen. Mal sehen, ob wir die raufkriegen. Zwei gerade. Ui. Na.
die kleinen Helikopter. Jetzt sind die da zu zweit. Schade, dass ich euch das nicht zeigen kann. Es geht hier gerade durch sehr schwer. Naja, es ist, wie sie ist. Libellen, Libellen, überall Libellen. Also Libellen ist bei mir dieses Jahr sehr, sehr vertreten. Richtig toll. Also, das ist so schön, Libellen. Und mein Tipp, jetzt kann ich es aber nicht zeigen, weil es gerade nicht so ist. Aber vielleicht sehe ich es nur gerade nicht, weil es gibt durchaus mehr Stellen, als ich auf einen Blick erkennen kann. Also immer, wenn ich hier so kleine Sachen oben mache, da sitzen die so super gerne drauf. Jo, boah, was ist denn hier mit den, was geht denn hier ab? What? Die sind ja einen Meter gewandert. Was geht hier denn ab? Also das muss ja eine Kartoffelernte werden, die seinesgleichen sucht. Also die sehen immer noch, also, guck die an, das sind Kartoffeln. Die sind alle zur gleichen Zeit reingekommen. Da auch. Die sind schon ein bisschen weg, aber es waren natürlich auch verschiedene Kartoffeln. So. Ein bisschen Kompost. Das wird echt spannend, ey. Was hier so drin ist. Also auf die Ernte freue ich mich und da lasse ich auch nicht mehr so lange mit mir warten. Und dann nehme ich euch auf irgendeine Art und Weise auf jeden Fall mit. Entweder rückblickend oder speziellen Video. Hier sind auch die ganzen Pflänzchen zwischen. Ich raff's nicht. Also die sind natürlich toller Lebensraum. Gerade bei den hier vorne, die ich euch gezeigt habe. Mit wem bin ich denn alle rumgelaufen? Wen hatte ich denn? Den Tim hatte ich zu Besuch. Ehemaliger Gartennachbar, wer mein Video schon länger verfolgt, da gab es mal hier so ein kleines weißes Zeltchen, das gehörte zu ihm. Und dann saß das Heupferdchen hier auf so einem, richtig schön hier auf so einem Blatt. Also die mögen das schon. Also allein dafür hat sich's natürlich schon gelohnt. Dennoch rätselig und rätselig und rätselig und rätselig. Es war auch dann ein weibliches Heupferdchen. Guck mal, ich habe meinen Schmetterling entdeckt, der wunderschön aussieht. Wow, du bist ja mal... Und der putzt sich gerade. Da hole ich euch auch noch mal näher ran. Ach, wie schön. Hab mal Glück heute hier, was ich alles raufkriege. Upsi. Genau das meine ich, diese Momente. Möchte ich das Tier doch gar nicht verscheuchen, aber... Ich merke das immer manchmal durch meine Energien an sich. Das ist schon... Einfluss auf die Tierwelt auch hat. Also ich merke das in den Begegnungen, das ist so der innere Zustand, was sende ich aus, also auch selbst reflektierend, auch im Nachhinein, wie gerade da. Ja, ich habe mich halt nicht ruhig und achtsam verhalten, sondern war so übergriffig in der Situation und gefühlt ist dann der Schmetterling deswegen abgehauen. Mann, das ist echt überall ein Tierchen dran. Echt richtig schön. So, also hier ist überall eigentlich Sensen dran, Mähen dran. Geht aber dann relativ schnell, wenn man dann mal bei ist. Also in 2 Tagen wäre das Geschichtchen dann gegessen. Also das hat echt einen abgekriegt hier. Ich habe es in einem anderen Video schon gesagt, meine ich jedenfalls, dass... Ja, ich pull hier mal ein bisschen Ringelblumen. Ja, das ist auch immer toll. Saatgut sammeln und verteilen. Ja, das macht man dann mal so, ne? Ringelblumen kann man nicht genug haben. Ich möchte auch nochmal irgendwie Ringelblumensalbe machen. Im Moment sieht das gar nicht mal so schlecht aus, dass ich so einen Pott mal fertig kriege. Dafür müssten die Blüten reichen. Jetzt bin ich abgedriftet. Ich wollte... Ach so, meine Erfahrung mit dem Tomatensystem. Also Tomatensystem hat ja die letzten 2 Jahre schon ganz wunderbar funktioniert. Hat wunderbar funktioniert, dennoch habe ich dieses Jahr einen Fehler gemacht, dass ich Steinchen, die schon umwickelt waren und eine Weile draußen waren noch, über den Winter, dann benutzt habe, ach, geht schon gut und was ist, die Dinger reißen mir ab. Das sind genau die, also ich sag mal, es liegt natürlich vollkommen auch daran, wie man mit den Dingen umgeht und da fiel mir das schwer. Ihr wisst ja schon, was haben wir denn jetzt schon, August? Krass, wie die Zeit vergeht. Also über ein Jahr ist es schon... Also für mich persönlich eine sehr schwere Situation und ich komme auch nicht irgendwie in den Raum, in die Ruhe zu kommen, dass ich mal länger einfach mal keine Ereignisse im Leben habe, die mich irgendwie von außen ja, erreichen und mich irgendwie umhauen, aus denen ich mich irgendwie dann immer rauskämpfe. Aber es kommt immer wieder was Neues. Es fühlt sich an wie ein Marathon, 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 ohne Pause irgendwie dazwischen. Ja, da bleibt natürlich was liegen und andere Sachen probiert man dann aus.
Ja, also an euch da draußen, es ist schon so, dass ich hier nach wie vor auf Hilfe angewiesen bin im Garten. ja, also wer da mal helfen möchte, hier aus der Nähe kommt, kann mir sehr gerne Bescheid sagen. Ist aber mit mir so eine Sache. Ich bringe halt so ein paar Handicaps mit im Leben, die ein Treffen schwieriger machen. Da kann sich nicht jeder drauf einlassen. Das muss man dann schauen, ob man da zusammenkommen kann. Also da darf keiner traurig sein, wo ich dann sage, sorry, dann kriegen wir das nicht hin. Das mache ich ja nicht, weil ich hier der Prinz auf der Erbse bin, sondern weil es einfach nicht anders geht. Ne? Nun gut, so, bevor mir das Handy hier abhaut, weil ich sehe das schon wieder so ganz krumm da hinten, soll das für heute reichen? Ich denke, da mache ich ein andermal weiter und einfach mal schauen, jo, was jetzt hier so dran ist. Mal gucken, vielleicht kann ich nächstes Mal schon ein bisschen was zeigen. Jetzt im Moment brauche ich eine Pause, das war sehr anstrengend. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich darf euch auch nächstes Mal wieder begrüßen. Und wünsche euch noch einen schönen Resttag, eine schöne Restwoche, schönes Wochenende, was auch immer gerade anliegt. Ich weiß noch nicht, wann ich das online kriege, das Video. Wir haben bei mir noch Dienstag. Und gestern habe ich ja auch schon ein Video gedreht. Deswegen mal gucken, vielleicht kommt dieses Video erst nächste Woche. Oder vielleicht auch diese Woche. Vielleicht mache ich heute schon eins fertig. Mal gucken, wie das immer so läuft und wie die Kraft da ist. Ja, aber im Moment muss ich sagen, kreativ gibt es einen kleinen Aufschwung. Das ist immer ein ganz gutes Zeichen, dass man auch was freigeschaufelt hat, was weggeschafft hat. Wenn das dann in so einem Einklang mit sich selbst funktioniert, ist das ja eine gute Sache und nichts, was ja, einem Kraft zieht, sondern etwas, was richtig Spaß macht. Jetzt habe ich richtig Lust gekriegt, da nachher weiterzumachen. Okay, bis zum nächsten Mal, euer Lars. Bleibt in der Liebe. Okay, bis zum nächsten Mal und weg.